Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aníbal LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir diese komischen Typen gefunden, die von uns alles haben wollten, damit wir ihre Sekte hier beitreten können. Und ja, habe ich nicht gemacht. Die wollten mich nicht gehen lassen. Also kam es zu einigen Komplikationen. Ich habe mich hier schön schlafen gelegt mit Strong. Ich auf der rechten, auf der linken Seite. Ja. Ich sehe jetzt nicht hier irgendwie was, wo ich erkennen kann, dass diese Typen böse waren. Die haben mir davon Absicht, dass die mich umbringen wollten, aber ja. Die wollten mich halt umbringen, deswegen, ja, habe ich sie umgebracht. Ja, flüchten? Nee, nee, nee. Warum haben sich dann andere Leute irgendwie in den angeschlossen? Das verstehe ich nicht. Ich meine. Also, nee, ich dachte, da wäre Munition. Haben sich andere Leute echt freiwillig dazu entschieden, Mitglied dieser Truppe da zu werden. Warum habe ich das gemacht? Ja, jedenfalls, wir haben ja immer noch eine Mission, mehr oder weniger. Auch wenn wir die ganze Zeit abseits davon landen. Und zwar, wir kommen aber immer näher an unsere Mission. Good Neighborhood. Ja, da ist abgeschlossen, okay. Finde Nick Valentine. Wir sind gleich da. Wo ich schon wieder was Neues finde. Nehme ich an. Ich gehe mal hier hoch. Eieiei. Also eine Nebenquest nach der anderen. Welche noch nicht mal eine Nebenquest ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Na, hier wollte ich gar nicht hin. Oh. Da war dieser gruselige Affe, den ich getötet habe. So, wir wollen da lang. Ja, mal da lang. Gehen wir jetzt einfach schnurstracks sein. Ja, da war die größte Lüge aller Zeiten. Ich halte meine Augen immer nach anderen Sachen offen. Es ist wieder schön Tag, zum Glück. Stay back, Swan. Haben schon wieder was Neues gefunden. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Hier gibt es viel Strahlung anscheinend. Deswegen setzen wir mal unser Redex ein. Was wir, glaube ich, noch ganz viel haben, ja. Aber wo es verstrahlt ist, da gibt es auch meistens was. Wie zum Beispiel hier, Gottmack der Bingo. Barbar. Nochmal 5% mehr Schaden. Eine 10 mm Pistole nehme ich einfach mit, weil sie hier ist. Oh mein Gott, die Strahlung ist ja echt heftig. Die wird doch oft stärker. Ja, da müssen wir rein, okay. Und da müssen wir auch rein. Was? Okay. Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Friedenstrip. Erfahren Sie mehr über den historischen Friedenstrip und die Geschichte des Boston Common. Erstmal spritzen. Ich interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Begeben wir uns einige hundert Jahre zurück. Ins Jahr 1775. Seit 7 Jahren leben tausende britische Soldaten auf diesem Boden in ihren geordneten Zeltreihen. Angeführt von General Thomas Gage wollen sie der Welle der Revolution Einhalt gebieten, die Nacht des 17. April. Die Offiziere sind versammelt, General Gage. Vor 4 Tagen erhielt ich Nachricht vom So. Earl of Dartmouth. Wir haben unsere Befehle. Lieutenant Colonel Smith, versammeln Sie 21 Kompanien unserer besten Männer und führen Sie sie in aller Eile und Heimlichkeit nach Concord. Dort werden Sie jegliche Artillerie, Munition, Vorräte, Zelte, Handfeuerwaffen und Lager einnehmen und zerstören. Was ist mit den Kolonisten, General?
Sorgen Sie dafür, dass die Soldaten keine Einwohner ausplündern oder Privatgelände betreten. Aber wir können und müssen sie schwächen. Also marschierte Colonel Smith gegen Mitternacht mit 700 Rotrücken los, um in der Schlacht von Lexington und Concord auf tapfere amerikanische Patrioten zu treffen. Und so begann der Unabhängigkeitskrieg. Setzen Sie den Weg durch die Geschichte unserer großartigen Stadt fort. Ja, muss ich mit dir jetzt reden, um hier weiterzumachen, oder? Weiter den Freedom Trail. Was gehört jetzt denn zum Freedom Trail? Da unten? Ne, da ist das Dingens, ne? Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State. Aha. Gefragt Gott, ich zu meiner Quest. Ah, okay. 7 und A. Irgendein Code? Okay. Dann folgen wir mal dem Freedom Trail. Wir haben zwar noch viel Wichtigeres zu tun, aber was soll's. Da. Warte. 7a. 4 und L. Definitiv ein Code. 7a, 4L. Warte mal, ich glaube, ich tu mir das mal notieren. Wenn ich mal hier irgendwo einen Zettel hab. Was ich normalerweise hab? Ja. Weil nur ein Stift, wenn ich einen habe. Habe ich normalerweise auch. So. Okay, was war das? 7A4L. Okay, weiter. Ja, was? Ja. Hier. Dann, was? Ich nehme mal. Ah, da. Okay. Ich weiß noch nicht, ob automatisch hier was gemacht wird, aber ich schreibe mir mal auf. Da ist ein Ghoul drin, glaube ich. Au, was? Babyrasse. Hey, Ghoul auf dem Friedhof. Hört irgendwas Ironisches. Mensch, zu schwach. Ich weiß. Damit. Weg damit. Nutze ich irgendwie auch nie. Hätte ich vielleicht benutzen können gegen Strahlung, aber was soll's. Oh, wow, die wiegt verdammt viel. Oh, mir gehen langsam die Stimpacks aus, habe ich das Gefühl.
Ich tu mal aufbereitetes Wasser vielleicht hier rein und Blutblatt. Ach so, Blutpaket. Blutpakete tun sogar was heilen. Ja. So, das ist, glaube ich, der nächste Code, ne? 2 und A. Okay. 2 und A. Ich tue hier mal so ein bisschen aufschreiben in der Reihenfolge. Hi. Weiß man die irgendwie anordnen muss. Wow, Gott. Ich habe irgendwie aus den Augen verloren, den Freedom Trail. Nein, tust du nicht. Haben wir auch nicht so viel aus. So, das hat gesessen. Also gegen einen Supermutanten. What? Ist ja gut, strong. Was soll ich denn dagegen machen? Oh, Gott sei Dank. Du liebst nur den Weg hier noch folgen. Ist er das? Nein. Ich wüsste, wo der Weg jetzt ist. Hier ist ein Weg, aber. Ist da die richtige Richtung? Hi, was geht ab? Den Weg aus den Augen verloren. Ja, ich nehme an, hier geht's weiter. Jetzt eine 6 und ein O. Okay, Fallout kann da schon mal nicht rauskommen. Mal dem mal. Oh, Lederrüstung. Linker Arm, rechter Arm. Weiß ich nicht, ob ich schon eine habe. Ja, so ein rechter Arm, linker Arm. Damit. Okay. Hier mal, das ist eine Stadt oder irgendwie sowas. Hallo. Was den Packs? Jede Rüstung habe ich, glaube ich. Ja, was ist das schon wieder? Das ist alles so einzigartig hier. Ist Kacke, weg damit. So, war das Ding jetzt? Och Mann. Mal schnell speichern.
Willst du mich auf den Arm nehmen? Boah, die mit ihrer Mutierung, ne? Ich finde, die Gegner sind schon stark genug. Mutanten tötet hast, okay. Wow, das ist stark. Glaube ich. Linkes Bein. Okay, ist nicht hiervon. Wow, gegen Supermutanten müsste ich ja irgendwann richtig gut sein. Was habe ich? 62 schon. Fleisch können teilen. Nein, nein, geht schon. So. Da ist er. Schon wieder legendär. Dann bist du ein Ghoul? Ja, ne? Na gut, weg mit dem Arm. Glück, Metallrüstung, rechter Arm. Schon wieder plus 2 Glück. Schon wieder besseres gefunden, oder wie? Ja. Ach, der Ölgländer ist rechts Bein. Boah, ich werde immer mächtiger. Ja, langsam. Ich habe gute Sachen gefunden, ja. So, ich habe irgendwo so ein Ding gesehen. Wo ist So viele Orte, die ich erkunden muss. 3i. 3i. Okay, weiter. Ich glaube, das ist halt Gute daran, wenn man auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, man, glaube ich, bessere Sachen findet. Ich habe irgendwie so euch gesehen, dass das damit zusammenhängt. Und trotzdem noch die Blödschar. Entschuldigung, Strong. Das seht manchmal. Aber er nimmt es mir zum Glück nicht übel. So. Ja, wer schreibt das hier alles umsonst auf? Ich glaube, andere Leute haben auch versucht, hier den Weg zu folgen. Ich nehme jetzt mal absichtlich nichts mit. Ich so langsam das Gefühl habe, ich habe alles schon auf dem höchsten Stand. Was? Was ist das? Aua, aua. Ich muss Stickpacks kaufen irgendwann. Okay, was zum Teufel ist das? Ein Raketenwerfer, ist klar. Da ist ein Mutant mit einem Raketenwerfer. Was ist das denn? Ja, ich glaube, ich guck mir einfach nur an, was da für eine Nummer ist, und dann hau ich ab. Alter. Wo bin ich denn jetzt überhaupt wieder? Ach ja, ja, nachdem ich die Ghule erledigt habe. Da an. So. Yep. Uff. Rote nicht brauchen Sachen, wir nehmen. So, allein habe ich gesehen, war wieder so ein Ding mit einer Nummer. Also gehen wir schnell dahin und holen uns das.
So. 5R. Ich würde sagen Florida, aber passt nicht. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, spam eure verdammten Dingens, ey. Ne, die muss ich erledigen, sonst komme ich da nicht vorbei. Ich spam die ganze Zeit ihre Granaten, die Pisser. Ich habe meine Mini ganz schon wieder verkauft, ich Idiot. Mann! Na warte. Müsste ich doch von hier auch schon sehen können. Oh, hallo. Kommt davor, wenn man nur ein Weg erfolgt. Wortwörtlich. Ey, was? Wen kümmerst du dich, Strong? Strong. Ich werde von denen zermöbelt. Danke. Ja, gegen den habe ich keine Chance. Ihr seid ja witzig drauf. Weil ich werde noch nicht mal getroffen und krieg schon riesigen Schaden. Wenn ich dann einfach so vorbeilaufe, sind da noch mehr. Ihr habt da auch einen Knall. Was soll ich denn dagegen machen? Ja, einen verdammten Raketenwerfer. Alter, wo ist denn schon wieder? Das ist geil. Ja, da geht mir langsam echt auf den Nerven, ja. Packen die einen mit einem Raketenwerfer hin, ich krieg die Krise. Boah, ey, Junge. Ja, und jetzt? So. Irgendwie gucken, wo ich nicht vorankomme oder was. Boah. Wo? So, Kakerlaken nehme ich an, ja. So, ich muss irgendwie so da durchkommen jetzt. 5R haben wir ja schon herausgefunden. Och, echt? Ja. Ich muss jetzt nicht bei jeder Begegnung ja direkt legendäre Gegner bekommen. Ist da?
Also überall, wo ich hinkomme, direkt legendär, legendär, legendärer Supermutant, legendäre Blayfly, legendäre Red Kakerlake, ey. Gibt's doch nicht. Ja, was ist denn das für ein Dreck? Was ist echt nirgendwo hin und hatte eine Fresse kriegst die ganze Zeit. Boah. Schon wieder ein legendärer, ne? Der leuchtet, ne? So, schnell speichern. Jeden einzelnen Schritt, wenn es geht. Upsala. Lampico Mac and Cheese. Oh. Wo ist Dingens hier? So, kannst du schleichen, Strong? Anscheinend nicht, ne? Der Gegner. Ehrlich. Boah. Alter, wie weit kannst du denn schießen? Oh, jetzt schon mal ein Stimpack reinpacken. Ich möchte auch mal irgendwo durchkommen, ohne dass ich oder irgendwas zermöbelt werde. Aber ich glaube, das ist ein bisschen viel verlangt. Das ist doch echt nicht normal hier. Sieht noch so wenig ab, ey. Aber wer du haltst dich hoch, ne? Jetzt ehrlich. Der hat sich hochgehalten. Da habe ich auch gesehen, wie er gemacht hat diesmal. Die Schleichangel. Da ist immer noch einer, da waren noch drei. Puh, steht aber wieder auf. So. Und schnell speichern. Dito. Boah, echt. Weißt du von... Es ist gut, dass sie jetzt feigt ist. Ich kriege noch in dem Part, ey, hallo?
dachte eigentlich, ich würde den Freedom Tail hier schaffen. Alter, echt? Man macht die fertig, Strong. Ich krieg echt die Krise. Oh. Ich will ehrlich gesagt nicht hier reinlaufen, wenn ja noch viele Sachen zum Plündern sind wieder. Aber bitte sag mir, Freedom Trail ist hier irgendwo wieder. Ich bin jetzt voll abseits hier gelaufen. Boah, gibt's dann einfach nicht. Hey, überall wo ich hingehe, überall wo ich hingehe. Ist einfach nicht wahr, ich bin verflucht irgendwie. Natürlich bist du mutiert, also mutieren sie. Boah, ist aber eigentlich schon wieder. Mann! Ich weiß gar nicht mehr, wo der Freedom Trail jetzt ist. Und ich würde aber sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle, als ich zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.